So, Servus benannt wieder bei mir bzw. bei uns. Ich bin die Elisabeth Kämpfle. Hier in meiner kleinen Küche. Also ich habe nicht mehr Platz wahrscheinlich für alle anderen daheim. Heute mache ich eine doppelt gerollte Bananenrolle. Im Endeffekt, weil Bananen dicker kehren und da ist auch das große Gitter dabei und alle wollen immer sehen, wie das Gitter nur mehr geht, weil es so einfach ist. Und darum gibt es jetzt eben diese doppelt gerollte Bananenrolle, die auch sehr lecker ist. In der Füllung haben Bananen drin, Sahne, Schokostreusel, Eierlikör, also ganz was Gutes. Ich baue jetzt kurz um und dann erkläre ich das Weitere. Jetzt habe ich schon mal alles hergerichtet für unsere doppelt gerollte Bananenrolle. Wie gesagt, wir machen halt das Gitter mit dem großen Konditormeister, weil wir ja einen eckigen Kuchen haben. Mit dem kann ich halt rund und eckig machen, da bin ich ja vielfältiger einsetzbar. Und mit dem kleinen, mit dem Bäckermeister kann ich halt nur runde Gitter machen. Der Bäckermeister hat hinten Einteilung für Tortenstücke. Und der Konditormeister, den Kind hinten hat, der so Noppen drauf, wenn es den auf dem Blechkorb drauf hat, dann seht ihr genau, wo schneiden müsst mit den Stickerl. Das ist der Unterschied. Dann haben wir natürlich was vorbereitet. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr schon ein Biskuit kennt. Habe ich ganz normal wieder abgedeckt. Seht ihr, es ist noch ganz nass. Mit dem Geschirr durch. Machen wir jetzt gleich trocken, weil wir es gleich wieder brauchen. Diese große Aluplatte nennt sich Schnittenhelfer. Die war jetzt lange nicht lieferbar, aber jetzt ist wieder auf Lager. Dann habe ich hier laut Rezept mein Biskuit mit 8 Eiern gemacht. Das heißt, ich habe die 8 Eiweiß mit Zucker schaumig geschlagen, also richtig schön fest. Dann tue ich die 8 Eigelb ganz kurz unterrühren. Und dann nehme ich, sage ich bloß ganz kurz, ich habe die große KitchenAid Schüssel, die ist glaube ich 5 Liter. Und da ist dann der Teig drin und dann gehe ich mit dem Hardliner rein. Und der ist doch so lang, also der versinkt man nicht. Ich komme bis an den Boden, der verschlagt mir mein Volumen nicht. Ich kann alles, das Mehlmischung dann noch zum Schluss schön unterrühren und kann schön umrühren, ohne dass so ein Klumpen dort ist. Und wie gesagt, das ist der Hardliner, den nehme ich her, wenn ich ab 4-5 Eier Biskuitmassen habe oder Rührteig, dann ist der perfekt im Einsatz. Der bleibt mir im Kochtopf schön, dort liegt, der geht mir nicht unter. Ins Wasser, wenn ich Knödel drin habe oder irgendwas. Perfektes Teil. Gut. Dann habe ich den fertig gebacken. Den müssen wir jetzt erstmal aus dem Rand rauslösen, wie immer. Mit dem Schnittenhelfer unten rein. Jetzt ist er auch nicht mehr heiß. Dann habe ich den Rost schon mal frei. Ich darf es jetzt normal am Bumm machen, aber ich glaube, erstens mal, ich tue mir leichter mit dem Karussell. Dann ist jetzt da drauf, jetzt muss ich die Folie unten rauskriegen und das ist immer das gleiche. Ich gehe noch weit weg von mir, knick's um, darum ist die ja so lang und ziehe es unten durch zu mir her. Genau. Den Rest tue ich jetzt mit der Garnierspachtel weg und die Hühner geben oder Biotonne, wie ihr wollt. So, dann habe ich es hier drauf. Dann nehme ich meinen Liftball breit, der ist hier vorne so ein bisschen abgeflachter, abgerundet. Da mache ich die Folie nicht kaputt und löse vom Rand. Da kann ich jetzt auch mit dem Messer hingehen, weil ja, wie gesagt, die Folie ist unten weg. Der Liftball breit, den gibt es im Set mit dem spitzigen, den wo ich andauernd habe. Also da habe ich noch eine Kuchenschaufel, da habe ich auch noch eine Kuchenschaufel zusätzlich, besonders für Schnitten und die für Tortenstücke. Genau. Den Backrahmen tue ich jetzt über Ries einfach ein bisschen ins Spülwasser rein und dann in die Spülmaschine. Jetzt habe ich den aber erst vor einer Stunde gebacken. Jetzt hoffe ich natürlich schon, dass der gut zum Schneiden geht. Dann nehme ich meine Torten- und Garniermesser. Beidseitig scharf, ich sage es immer wieder. Und dann setze ich einfach mit der glatten Seite an. Lass die Hand drauf. Und fahre immer rundherum. Mit dem Karussell unten drunter tue ich mir natürlich leichter. Da muss ich jetzt nicht so hinbuckeln. Immer ein bisschen weiter rein, rundherum. Das gleiche Messer nehme ich beim runden Biskuit her. Also das ist mein Messer, wenn ich was durchschneide.
So. Immer rundherum und immer ein bisschen weiter rein. Für das, dass jetzt ganz frisch gebacken ist, geht es ganz gut. Immer rundherum. Und da merkt ihr auch schon, wenn ihr durch seid. Genau. Ich mache es so, ich nehme das Messer, das sofort immer weg. Dann passiert niemandem was, aber ein gescheites Messer braucht man. Dann kommen wir aber damit. Also sofort wieder in die Hülle zurück. Dann ist das sicher trocken. So, jetzt habe ich ihn durchgeschnitten. Dann nehme ich noch einen zusätzlichen Schnittenhelfer. Tun wir den da her. Genau. Der ist jetzt schon ein bisschen bröselig, weil er halt total frisch ist. Den haben wir jetzt alles auf Zeiten. Und dann machen wir gleich unser Gitter. Die Arbeitsunterlage könnt ihr ganz normal immer mit einem feuchten Lappen abwischen, trocken nachwischen. So. Wenn ich weiß, ich mache ein Gitter, fliegen die Rauten unten durch. Also nehme ich jetzt gleich wieder die Folie von vorher. Hier in dem Fall mein Konditormeister. Ich muss ein bisschen weiter rauf, dann seht ihr das besser. Ich lasse die Teile so zusammen, dass man hier Femina lesen kann und dass das obere ganz tief reinfällt. Und das ist das Einzige, was beachten müsst. Einfach von Anfang bis Ende zusammenlassen. Genau. Dann habe ich hier meinen Boden. Den legen wir jetzt mal so drauf. Jetzt muss ich kurz, da müsst ihr nur kurz überlegen, was ich dann sehen will. Ich drücke es durch. Nee, dann nehmen wir das so. Genau. Es kommt dann immer darauf an, welche Seite das außen ist, aber in dem Fall ist es sogar egal. Dann nehme ich hier mal eine alte Folie, da seht ihr mal, die ist schon ja, sehr oft gebraucht, aber trotzdem noch 1A im Zustand. Leg die drüber, da wird mein Nudelholz nämlich nicht dreckig. Dann nehme ich das Nudelholz und roll immer von innen nach außen. Hätte fast noch dünner schneiden dürfen, aber jetzt habe ich schon so. Das ist, wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, das ist eine reine Übungssache. Mir passiert ja auch immer noch ein Fehler, aber das ist ja nicht schlimm. Darf man gut reinrollen. Dann sieht man schon da, wenn man durch ist, dass man das Gitter sieht. Könnt ihr einmal wegheben, dann wisst ihr, wozu ungefähr ein bisschen durchdrücken müsst. Im Rezept steht ein Schokopuddingpulver und ein Vanillepuddingpulver. Also dieses Rezept stimmt. Der bleibt schon saftig und ihr habt gesehen, ich kann in die Hand nehmen. Da reißt nichts, da bricht nichts. So, da, da. Jetzt habe ich schon so die ersten Fallen schon durch, dann halte ich es mir da fest. Klopf ein bisschen. Und mit meinem Spitzbogenmesser, der haben wir die noch durch, die war noch nicht freiwillig durchgegangen. Da ist noch eins. So, jetzt halt die Hühnerklopfer und das war's schon. Gut, dann werden wir das auch kurz aufzeigen.
Ich richte mir jetzt kurz die Füllung her, schlag die Sahne, gebe den Eierlikör dazu, Schokoraspel kommen dazu und eine Puddingsoße ohne Kochen. Das ist dann richtig vanillig, eierlikörig. Dauert einen kurzen Moment und dann haben wir es gleich. Jetzt haben wir alles soweit vorbereitet. Also ich habe die Füllung gemacht, das ist jetzt die Sahne. Mit der Vanillesoße ohne Kochen steht da drauf, eine Packung. Dann ist Eierlikör drin und ein bisschen Vanillezucker ist noch drin. Was haben wir noch drin? Genau, 100 Gramm Schokostreusel sind noch drin. Genau, die brauchen wir. Bananen haben wir hergerichtet. Jetzt haben wir ja den ganzen Boden. Den legen wir uns jetzt mal da her. Das tun wir noch wieder weg. Und wir wollen ja, dass das dann zum Schluss außen bei der Roulade ist. Dann kommt es zum Schluss daher und wie immer, egal ob ihr jetzt einen rohen Teig drin habt, wir hier ein Biskuit festhalten, an diesen Punkten zusammenhalten, da hier platzieren, wo ihr es braucht und dann bei den zwei Griffen, bei den Platten auseinanderdrücken. Dann habt ihr es schon mal da. Genau, und jetzt habt ihr es schon draußen. Dass ihr mit dem Alor ganz viele Möglichkeiten habt, das habe ich euch schon mal erklärt. Ich habe euch schon Fotos rumgeschickt, dass ihr halber den Kuchen schön dekorieren könnt oder den ganzen. Wenn ihr jetzt einen Schokokuchen habt, setzt das Gitter drauf, Puderzucker drüber und habt ein schönes Rautenmuster. Oder bei Torten nur die Hälfte. Bei Torten, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt so Sahne drauf und es sind Erdbeeren drin, dann gibt es so ein Kaba-Pulver mit Erdbeer- oder Himbeergeschmack. Das ist so rötlich, das kann man drüber sieben, hat man einen schönen Kontrast. Also das könnt ihr ganz viel nicht umhernehmen. Jetzt habe ich das da drauf. Meine Folien habe ich überlappend hingelegt. Und jetzt ist das eigentlich das Einzige, was ihr jetzt beachten müsst. Dass ihr erst diesen Bereich einfüllt. Weil das schluckt der Haufen Sahne. Werdet ihr gleich sehen. Dann zum Schluss, was überbleibt, macht man dann bei der anderen. Bei der geschlossenen. Nehme ich auch wieder meinen Liftball. Und der Teig ist wirklich flexibel. Da reißt nichts gleich. Vorher habe ich immer Angst vor Biskuit. Da passiert jetzt nicht gleich was. Und mit dem Liftball spitz kann man das schön eindrucken, aber der braucht schon noch was. Das waren jetzt 750 Gramm Sahne, aber der soll 800 glaube ich auch nicht mehr. Beim zweiten Mal weiß man es dann besser. Die Rauten, die ihr raus da habt, das sind hier in der Schüssel drin. Ihr könnt das in die Füllung mit rein tun. Ich mag es nicht so gern mit rein, weil ich finde, die werden so manchig. Und dann hat, ja, hast du einen manchigen Tag im Mund. Wenn ich jetzt so sage, jetzt hätte ich eine Runde, wo ich halt mehrere Lagen habe, dann darf ich jetzt die Rauten als eine Lage, als so Zwischenboden rein. Aber nicht unter die Füllung reinrühren. Das finde ich jetzt nicht so. So, jetzt schauen wir, dass wir da überall genügend Menge drin haben. Jetzt könnt ihr jetzt da zum Beispiel noch anders Obst rein, wenn ich sage, jetzt mit keine Bananen, dann könnt ihr jetzt da noch Himbeeren rein, aber die erst nicht da, wenn halt das Rautenmuster fertig bestrichen ist. Das ist jetzt wieder unser Hermelin M, wo nichts in der Schüssel bleibt. So, dann noch. Gleiche Spur wieder. Das geht ratzfatz. Das schaut am Anfang sehr viel Füllung aus, aber ist gar nicht, weil ihr habt zwei Böden.
Nix Hirschinger. Normalerweise läuft man immer 2-3 Esslöffel von der Füllung über, um dann halt zeitlich den Rand zu machen bei der Roulade. Aber ich habe so Leute daheim, die hören schon ganz gierig auf das Randstücke, das muss nicht perfekt sein. So, jetzt habe ich da Bananen, die lege ich mir jetzt einfach da her, wie ich das brauche. Da können wir auch noch eine Flöcke. Und dann habe ich vorher mein Spitzbubmesser gehabt, das ist jetzt nicht das perfekte Miesmesser oder Obstmesser. Aber die, wo ich noch habe, die kann ich da gleich verteilen. So, normal wenn Bananen dicker können, mache ich mir meine Zitronen-Bananentorte. Aber jetzt machen wir halt mal die. Ich kann nicht immer das gleiche machen. Gut, ich glaube, das passt auch schon. Jetzt geht es ans Aufrollen. Ich hoffe, ihr seht es mit dem Video. Ich fange hier an, wo die Bananen sind, nehme meine Folie und drücke das richtig schön zusammen. Da kann auch nichts passieren. Ich habe Folie da. Hier sieht man es. Dann jetzt die Bananen drin und dann rolle ich mit der Folie immer weiter auf. Können Sie mal zwischendurch richtig schön hindrucken, so wie es mir passt. Wenn ich jetzt schräg kommen darf, kann ich es auch wieder richten. Und darum habe ich hier die Folien, wo es zusammenstessen, überlappen drauf, damit ich da einfach Tuschur durchrollen kann. So, da bin ich jetzt schärfer. Sehe ich auch schon. Einfach weiterrollen. Sie hat jetzt eine riesen Asche, seht ihr, jetzt fängt die andere schon an. Und da bin ich schier geworden. Aber ihr kriegt dann nicht mal die Hände schmutzig mit der Folie. Und weiterrollen. So, die gehen wir auf die Seiten. Jetzt habe ich jetzt eine riesen Rolle da. Die könnt ihr in die Hand nehmen, passiert nichts. Dann habe ich die jetzt da drin. Ich sage, man sieht jetzt auch durch. Hier seht ihr es. Dann habe ich mir schon eine zweite Servierplatte, also Servierhelfer hergekriegt. Servierhelfer sind unsere Platten, wo ich für 9 Euro sage, ich komme in den Preis, aber das ist wirklich ein tolles 9 Euro Teil. Da packe ich meine Rouladen, meine Kastenkocher, meine Stuhlen. Und jetzt da möchte ich, dass die noch ein bisschen an den Kühlschrank reinkommt und fest bleibt. Also, da ich hier meine Rolle hin, meine Platten, bei der obersten Folie, und schubst das richtig rein, richtig streng zusammen. So. Dann fahre ich unten rein, und das die unterste Folie. Ruhe es noch mehr auf, wenn ich mag. Schiebst da rauf. Und so tue ich es jetzt am Kühlschrank rein für 1-2 Stunden, dann ist die richtig schön kompakt. Dann brauche ich jetzt nur die Folie runterlösen, aber auf der Platte kann ich es gleich lassen und dann kann ich schon schneiden. Das zeige ich euch nachher dann noch.